Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde von The Legend of Zelda Ocarina of Time, hier mit mir Sefi. Und beim letzten Mal sind wir in den Feuertempel reingegangen, haben aber noch nicht weiter angefangen. Deswegen machen wir an der Stelle auch mal gleich weiter. Und hier ist eine Tür. Gehen wir mal durch jene Tür. Hallo? Bitte, bitte friss mich nicht. Wenn du mich frisst, wird dir ganz schlecht werden. Du wirst es bereuen. Das kann ich mir vorstellen, aber die Truhe da interessiert mich viel mehr. Ne, dann eben nicht. Hier auf der anderen Seite ist noch bestimmt auch noch eine Tür, oder? Nope. Also doch schon, aber die ist irgendwie gerade zu. Ich höre Fledermäuse. Hi. Bye. Wo war ich stehen geblieben? Okay, die Tür ist auch zu. Dann bleibt dir nur noch die hier. Ich höre Lava. Und ich sehe da Humia. Was machst du denn hier? Wer ist da? Bist du es, Lüschi? Tatsächlich, Lüschi. Du bist erwachsen geworden. Ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten. Doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganon auf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagi aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goronen der Bestie zum Fraß vorwerfen, als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels kommt, wird Hyrule in flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in den alten Sagen Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine andere Wahl. Lüschi, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Lüschi! Warte! Okay. Du hättest das Schloss ja wenigstens wegmachen können, damit ich dir folgen kann, aber nein, der Herr macht das wieder zu. Ich hab's ja echt nicht leicht. So. Da ist ein Schalter. Lass mich raten, der Schalter öffnet die Tür und du warst dir zu fein, ihn zu öffnen. Das ist wohl so. Ja, ich mach lieber den Drachen gleich kaputt. Was ja eigentlich auch sehr schlau ist. Hi. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Um zu der Tür zu gelangen, hinter der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten befördern. Finde einen Weg, der dich in die oberen Stockwerke bringt. Wie ist Darunia denn dahin gekommen? Oh, eine Truhe. Die nehme ich mit. Also den Inhalt der Truhe, nicht die ganze Truhe. Ein Schlüssel. Oh, cool, damit können wir auf die andere Seite gehen. Weiß nicht, früher fand ich das irgendwie total bedrohlich. Ein dunkler, fieser Drache, der die ganzen Goronen opfern will, der sie fressen will und dann ganz Hyrule den Untergang bringt. Aber jetzt irgendwie in so einer Retrospektive ist das auch ziemlich lächerlich. Oh. So. Da kommen wir rüber. Da kommen wir rüber, wenn die Steuerung nicht so schwammig wäre. Dankeschön. Da will ich hoch. Da will ich hoch. Und da will ich hoch. Mal gucken, was haben wir denn hier? Bomben. Habe ich nicht erst welche gekauft? Oh, eine Fee. Wir haben sie jetzt, glaube ich, eine verbraucht, ne? Sehr schön. Hi, Fee. Bye, Fee. So, das ist meine Fee. Und diese Fee bleibt in meinem Inventar, deswegen werde ich sie jetzt schnell aus dem Menü nehmen. Ich glaube, die Dekulisse brauchen wir nicht. Jetzt ziehen wir lieber die Bomben ein. Oh, noch eine Fee. Na, die kann uns heilen. Fee! Und hopp. So. Das fand ich jetzt schon. Warum konnte ich auf der Lava stehen? Ich hätte mindestens da untergehen müssen. Naja. Bin ich mich darüber aufzuregen. Lasst mich raten, ich werde verfolgt. Naja, jetzt können wir wenigstens hier durchgehen. Wow. Ich sehe ein Schloss.
Das wir werden uns hier ein bisschen umsehen müssen. So. Hier wackelt's. An den Felsen da oben kümmern wir uns gleich. Wir gehen jetzt erstmal hier durch. Und hier sitzt doch bestimmt ein Garone, oder? Naja, sitzen ist das falsche Wort. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Danke. Lass mich dir ein Geheimnis anvertrauen. Wände, die du mit dem Relikt der Garone zerstören kannst, klingt wohl, wenn du mit dem Schwert dagegen schlägst. Ja. Okay, ich hoffe, dieser Garone schafft es, unbehelligt hier rauszukommen. Ein kleiner Schlüssel. Sehr schön. Irgendwie erinnere mich die Wände hier eher an den Drachen als an den Tunnel. Weißt du, die sehen aus wie so gefährliche Drachenschuppen. So, jetzt stellen wir uns mal günstig in Position. Aber ab. Wie war das noch? Ja. Wenn es eine Melodie gibt, die sich in mein Gehirn eingebrannt hat, dann ist es diese hier. Wobei ich mir immer nicht sicher bin, ob es jetzt unten oder rechts ist. Wie? Was tun sie? Was tun sie? Was machen die? Ich bleibe einfach hier stehen und rühre mich nicht. Waren das alle oder kommt da jetzt noch einer? Was ist das? Der sieht gefährlich aus. Ein Raubstein. Er frisst Rüstung und Schilde. Zerstöre ihn schnell, damit du deine Sachen wieder bekommst. Okay, ich weiß, wen ich mich nicht nähern will. Wen ich mich nicht nähern will. Oh, wow. Das war knapp. Gut, dass er vergessen hat, uns zu fressen. Aber er gibt Geld. Und ist Gatula. Hi. Das ist mein Symbol. Na gut, ich teile es mit euch, nur weil ihr es seid. So. Meine Güte, was für ein gefährlicher Tempel. Lasst mich. Alter, lasst mich durch, die doofe Tür. Ich bin Arzt. Das wissen die wenigsten. Und. Hopp. So, dann gucken wir mal, was auf der anderen Seite ist. Springst du, da kann ich da durchrennen. Ja, ich renne einfach mal durch die Lava. Ich will da nicht durch, ich will da hoch. Danke. Darf ich da jetzt hoch? Oh, hi. Nein! Aua. Gut, dann renne ich eben durch die Lava. Mistvieh. Ha, ob man die kaputt springen kann? Das hier sieht auch sehr, sehr verdächtig nach Weg aus. Ah, schon besser. Wusste ich doch, dass hier eine Tür ist. Wow, die Tür hat sich ja voll gelohnt. Hi, hast du auch ein Geheimnis für mich? Die Qualen haben ein Ende, ich bin frei! Lass mich dir als Dank dafür etwas verraten. Einige Schalter dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt aktivieren. Das Relikt der Garone kann dir dabei behilflich sein. Ja, erstmal muss ich das Relikt der Garone finden, Junge. Ich finde alles andere als einfach werden. Erstmal finden wir diese Truhe. Mit noch einem Schlüssel! Meine Güte, was machen wir denn mit so vielen Schlüsseln? Da brauche ich ja einen richtigen Schlüsselbund für. Laut dir zu. Was soll's, ich kann nicht labern. Ist mir egal, ich renne da jetzt, aua, ich renne jetzt einfach durch, so. Also dafür, dass ich gerade durch Lava gerannt bin, geht's mir noch ziemlich gut. Tür öffne bitte. Die sieht nicht gerade ungefährlich aus.
So. Nee, hier will ich so ungern kämpfen. Hier will ich auch nicht balancieren, wenn ich ehrlich bin. Treffgenauigkeit über 3000. Wenn über 9000. 3000. Buff. Ein bisschen. Haha, Treffer. Oh, ich wollte gerade nur einmal schießen, Entschuldigung. Das ist halt die Pfeilverschwendung. So, das war. So, und weil ich jetzt hier nicht unnötig irgendwie runterfallen will, ziehe ich mich da einfach hin. Hops. Nein, herab bitte. Wir wollen das Teil darauf schieben. Und wir gleich hinterher. Wenn ich diese Kameraperspektive hasse. Ah, eine Tür. So, oben wären wir. Was kommt jetzt? Nee. Klingt nach Raubschleim. Na wo? Will ich das nicht so genau wissen? Hi! Tut mir leid, dass du da feststeckst. Wir finden einen Weg, dich da rauszuholen. Oh, das sind keine Raubschleim, das sind so komische Laberdinger. Nee? Hi. So, das war er. Oh, die Magie, das ist gut. Das ist gut für uns. Hi. Autsch, au. Ja, das hätte ich sein können. Stell dir vor. So, bye. Okay, das Teil muss da verschwinden. Aber hurtig. Kommt doch kein normaler Mensch durch. Aha. So sieht das also aus. So. Dann klettern wir hier hoch. Dann klettern wir da hoch. Dann sind wir mal ganz faul. Oh, wir können hier nicht faul sein. Ja, Mist aber auch. Ich muss hier tatsächlich hochklettern. Was soll denn der Mist? Okay, lass mich raten, das Teil wird eine geringe Zeit aktiv sein. Kommen wir von da wieder hoch? Ja, so sportlich ist Link. So, dann suchen wir uns auch gleich mal. Geht das damit? Nein. So ein Mist. Ich muss da noch näher ran. Ah, auf meinem 64 war das viel einfacher. Und hier? Ist das richtig? Ist das eine Wissenschaft für sich? So. Mal kurz gucken, wo wir sind. Me? Oh, das war knapp. Weil ich glaube, ans Gitter hätten wir uns auch noch hochziehen können. Also da, wo keine Wand ist. Bei einigen von den Teilen geht das ja. So, wir haben eine weitere Tür durchkrochen. Durchkrochen vor allen Dingen. Das klingt nicht sehr gesund hier. Wow. Nein, danke. Ich passe. Au. Ich renne den Felsen einfach hinterher. Hallo? Ist hier das Cthulhu? Ah! Hi! Na du? So. Noch eins am Boden. Ich sehe nichts. Diese Perspektive ist leicht beschissen. Oh, eine Tür. Lass mich raten, da ist noch ein Gerone. Guten Tag. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Du hast mich gerettet. Dafür offenbare ich dir ein Geheimnis. Hast du Feuer gefangen? Schwinge dein Schwert oder rolle dich über den Boden. So löscht du es schneller. Wir tragen eine Feuerrüstung und so schnell fangen wir kein Feuer. Ich bin sogar über Lava gegangen. Und habe nicht wirklich Schaden genommen. Zumindest nehmen wir noch.
Ein Schlüssel. Und dieser Schlüssel öffnet kleine Türen. Allerdings nur in diesem Labyrinth. Wie immer. Ich wundere mich, wir haben so viele Schlüssel bekommen, aber wir haben noch keine Karte oder keinen Kompass. Ja, wieso hat der sich gerade einfach anders überlegt? So, nee, da rolle ich nicht lang. Hi. Gucken wir mal, was auf der anderen Seite ist. Wieso halten die Felsen hier einfach an? Das ist verwirrend. Und apropos verwirrend, da ist ein Schalter. Tja, Gorone, viel Spaß hier rauszukommen. Sein, du kennst eine Abkürzung. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Da du mich befreit hast, verrate ich dir ein Geheimnis. In diesem Tempel gibt es Türen, die dich beim Versuch, sie zu öffnen, erschlagen. Sei gewahrt. Besitze das Relikt der Goron, kannst du sie zerschmettern. Kann ich sie nicht einfach in die Luft jagen? Was haben wir hier? Noch ein Schlüssel. Meine Güte, wir horten die ja regelrecht. Naja, so stellt man wenigstens sicher, dass man alle Goron befreit, wenn man immer einen Schlüssel braucht. Uah. Meine Güte, der hätte mich treffen können. Oh, da oben ist einer. Ja. Natürlich räumt der hier noch rein. Überlegt er sich gerade wieder anders. Meine Güte. Die haben auch sonst kein Hobby, oder? Oh, das war knapp. War hier nicht die Tür? Da ist die Tür. Meine Güte, sieht man ja kaum. Ich möchte da nicht runterschauen. Oh Gott, ich bin so schlecht bei sowas. Wo sind wir eigentlich gerade drüber? Sind wir bei dem Hauptraum? Oh ja. Nein, ich will hier nicht. Ich will nicht sicher, dass ich... Ich bin mir eben nicht sicher, dass ich hier sicher möchte. Wenn wir hier runterfahren, müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Da bin ich nicht sehr quick drauf. So, was haben wir hier? Aha. Lava. Interessant. Und davon hatten wir heute noch nicht genug. Mi? Heiße Sache? Hi. Ich muss hier gerade mal durch. Ist ziemlich dringend. Huh. Oh, hier liegt mein Herz, wie freundlich. Meine Güte, der Dungeon ist so nett, der gibt mir ein Herz. Ja, kein Wunder, ich bin doch gerade vom Feuer verfolgt worden. So, wo sind wir jetzt? Ah, hier oben. Kriegen wir den mit Pfeil kaputt? Naja, so bestimmt nicht. So. Was meinst du, Navi, ob man das hier... Ja, was ist denn? Achso, das meinst du. Ja, das... Navi, lass das. Au, ich wollte nicht so fallen, dass ich mich da festhalten kann, aber aus dem Festhalten wurde wohl nichts. Liegen einfach so, nö. Halt mich nicht fest, ich mag die Schmerzen. Würde mich nicht wundern, wenn es tatsächlich so wäre. Hey, du bist frei. Die Qualen haben ein Ende, ich bin frei. Hab Dank, du bist mein Retter. Höre meinen Ratschlag. In diesem Tempel wirst du auf Kreaturen treffen, die dich attackieren, während sie tanzen. Gegen Pfeile sind sie immun. Finde das Relikt der Goron und du wirst auch diese Gegner bezwingen. Kann ich die hier mal mit Duftbomben? So, ein weiterer kleiner Schlüssel für uns. Der große wäre mir lieber. Andererseits, selbst wenn wir den großen Schlüssel haben, müssen wir da irgendwie noch hinkommen. Fliegen können wir noch nicht. Und ich glaube nicht, dass wir das jemals können werden. Gleiten vielleicht, aber nicht fliegen. Das ist ja ein bisschen zu einfach. Hi. Ich... Danke, du Arsch. Auf ein neues. Wie soll ich da jetzt hochkommen?
Ein Schalter. So. Lass mich raten, der Schalter ist eine gewisse Zeit aktiv. Ich frage mich ja, wie der Krone von da wegkommen will. Ohne jetzt hier die größte Instanz aufzuführen. So. Okay, um nur auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe nämlich keine Lust, da gleich wieder runter zu fliegen. By the way, wir brauchen mal wieder Pfeile. Ich war wohl ein bisschen zu verschwenderisch in der letzten Zeit. Hi, willst du frei sein? Ich nehme jetzt den Schlüssel und habe Ball. So, jetzt haben wir einen weiteren kleinen Schlüssel. Ja, ich weiß ja, okay. Qualen haben ein Ende, ich bin frei. Als Dank für meine Befreiung verrate ich dir etwas. Findest du auf der Karte einen Ort, den du nicht erreichen kannst, versuche es mit der Ocarina. Das macht reicht nicht wenig Sinn. Ich weiß, damit ist wahrscheinlich der Dings nicht gemeint, den wir vorhin hatten. Den Zeitenblock, den wir verschoben haben. So. Oh. Oh. War da oben nicht ein was zum Hinziehen? Ich dachte, ich hätte gerade was gesehen. Hi. Lass mich in Ruhe. Danke. In der Tat, da kann man sich hinziehen. Also da ist zumindest eine Plattform. Mit der Vogelscheuche kommen wir da bestimmt hin. Wenn ich das hier jetzt nicht so kompliziert gemacht hätte, dass ich es nicht mehr weiß. Alles klar. Dann müsste es... Haha! Oh, das war das Falsche. Upsi! Nee, das war falsch. Das wollte ich gar nicht. Nein. Mit dir will ich auch nicht sprechen. Nein. Mich hätte ein anderes Lied nehmen sollen. Das wollte ich. Ja? Die beiden letzten sind immer so witzig. Ja, ich dachte, der würde da oben erscheinen. Ah, da wahrscheinlich. Dann stehen wir jetzt wahrscheinlich zu weit weg dafür. Und hopp. Puh, das war knapp. Gut, dass wir fliegen können. Mehr oder weniger. Ich lern's nie, ne? Links und rechts zu verwechseln war schon immer meine Stärke. Nein, wir wollen jetzt auch nicht mit Salia reden. Was sollten wir hier schon großartig sagen? Hi, Salia, ich bin im Feuertempel, ne? Bist ein bisschen heiß hier und wie geht's dir so? Nein. Man muss sich erst dran gewöhnen. Na, kommt er jetzt raus? Hi! Wusste ich doch. Können wir uns an deinem Hut festhalten oder so? Haha, wusste ich doch, dass das gut wird. Der sieht auch so, scheiße, was ist das denn hier für ein heißer Ort? Genau, das hab ich vorhin gesehen. So, und ich glaube, ich werde an dieser Stelle einen kleinen kurzen Cut machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen, also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sage ich Ciao.